Oh, Pasinski und Trojan beide im Kopf. Das war wichtig, aber noch ist der Ball bei Halle. Auf rechts. Nächste Eingabe. Tor für die Gäste. Ja. Hat es sich irgendwie angekündigt. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Oberligaspiel zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und VfL Halle. Endstand 0:1, Halbzeitstand 0:0 vor 1936 Zuschauern. Ich begrüße beide Trainer, Wolfgang von VfL Halle und Heiko Scholz, unseren Trainer. Und wie immer hat zuerst das Wort der Gästetrainer. Ich muss mich erstmal kurz sammeln, überlegen, was ich zu dem Spiel sagen soll. Im Endeffekt war es schon so, dass Lok auf jeden Fall den größeren Spielanteil hatte. Das war von uns aber auch irgendwie so ein bisschen so gewollt. Normalerweise muss man sagen, es ist jetzt nicht so unser Spiel, was wir heute gespielt haben, aber wir haben in den letzten Wochen es nicht Fußball zelebriert, sage ich mal, und haben dieses Spiel dann einfach dazu genutzt, mal ein bisschen destruktiver vielleicht zu spielen, beziehungsweise einfach ein bisschen tiefer. Erste Halbzeit haben wir die daraus resultierenden Konter nicht super souverän ausgespielt, hatten ein, zwei Möglichkeiten, ein, zwei Bälle waren nicht genau genug. Zweite Halbzeit zum Ende, denke ich, können wir das Spiel auch eher noch mit dem Tor belohnen, wo wir zwei, drei wirklich gute Konter haben, wo der Torwart hält, wo wir in die Latte schießen. Im Endeffekt war auch wirklich sehr wichtig, dass unsere beiden Jungs innen, Alex Buri und Tobi Frieberzhäuser, wirklich sehr souverän gespielt haben, wirklich alles rausgeholt haben. Christian Benko hat wieder wirklich ein gutes Spiel gemacht, also wir haben sehr wenig zugelassen, klare Torchancen. Und ich tendiere jetzt nicht dazu zu sagen, es war verdient oder unverdient. Im Endeffekt, wenn wir Spiele verlieren, wo wir sehr dominant aufgetreten sind und haben dann durch Konter verloren, dann ist es halt auch so, das gehört zum Spiel dazu. Ich denke, wir nehmen gerne die drei Punkte mit. Wir haben jetzt noch, genau wie Lok, schwere Spiele vor der Brust, vor Weihnachten. Und für uns war es auf jeden Fall ein ganz wichtiger Sieg, um oben ein bisschen dran zu bleiben. Danke. Ja, guten Abend zusammen. Ich kann nur euch gratulieren zum Sieg. Für mich war der verdient. Erste Halbzeit waren wir zu unruhig. Wir haben kaum ein Tor schon sind ermöglicht oder uns rausgespielt. Und glücklich natürlich dann das Gegentor, weil ich schon dreimal gewechselt hatte. Wir haben dann voll auf Offensive gewechselt und der Spencer plötzlich einen Flop und musste Faserriss holen. Das ist natürlich dann unglücklich und dann wollte unsere Truppe trotzdem immer wieder nach vorne mehr kämpfen wie spielen. Und dann sind wir in so einen Konter gelaufen und haben 0:1 verloren. Ich möchte es nicht schönreden. Wir werden da auch morgen ganz klare Worte führen, weil für manche, die bei uns hier das Lok-Trikot tragen, ist das für mich zu wenig. Da muss man gucken, wer überhaupt mit dem Herzen hier noch dabei ist und wer nicht. Und das werden wir im Winter auch analysieren. Und ja, wir haben dann noch zwei schwere Spiele. Und da werde ich die Woche gucken, wer sich da richtig anbietet. Und dann werden wir die bestreiten bis im Winter. Danke. Danke an beide Trainer. Gibt es von Seiten der Presse noch Fragen an beide Herren? Bitte. Lars, Steve Braun hat ja heute zum ersten Mal wieder gespielt nach seiner Verletzung, hat das Tor gemacht. Kannst du gleich nochmal das Revue passieren lassen, wie die Woche so verlaufen ist mit ihm? Er hat ja die Woche erst wieder angefangen zu trainieren. Wie deine Entscheidung gefallen ist, ihn wieder reinzunehmen und die Mannschaft zu planen, sag ich mal. Also Bronny war jetzt lange weg, war auch dann die letzten Wochen noch krank und hat einfach Donnerstag im Training ganz gutes Spiel gemacht. Und dann war es halt eine Bauchentscheidung. Ich denke, Musi Amari war am Ende recht platt. Und ich sag mal, wir hatten noch Tobi Kramer draußen, aber mit Steve Braun halt wirklich einen richtigen Stürmer. Und das war im Endeffekt auch dann die einzige Option. Aber ich sag mal, dann ist es natürlich auch ein bisschen glücklich, dass er das Ding halt macht. Aber so ist halt das Spiel. Gibt es weitere Fragen? Heiko, du hast in der Halbzeit Mazzone in der Kabine gelassen, Winter gebracht, war angeschlagen oder war er das Schwächste von? Naja, Gianluca war heute, glaube ich, das hat auch jeder gesehen, nicht so, wie ich mir das vorstelle. Der Prinz hat sehr gut trainiert,
die ganzen Wochen jetzt, auch wenn er bei den Einwechslungen nicht gut aussah, jetzt bei den Heimspielen. Aber er hat gut trainiert und ich wollte dann ihn auch so als hängende zweite Spitze bringen, um mehr Druck aufzubauen. Das hatte auch, sage ich mal, 15, 20 Minuten als zweiten Halbzeit ganz gut geklappt. Da hatte ich auch das Gefühl, dass wir immer besser ins Spiel kamen. Wir hatten auch dann die Riesenchance mit dem Zielinski. Leider geht er nie rein. Und dann hat sie eben VfL noch einmal befreit und dass sie gut Fußball spielen, das wusste man vorher. Lockruf-Radio. Wir übertragen alle Pflichtspiele des 1. FC Lok Leipzig live.